So, Kuckweitwurf bis da drüben. Ich probiere es mal so. Leertaste sollte ich nicht drücken. Und da wollen wir ihn doch nicht hinlenken. Aber wie? Sowas. Ja. Mist. What the fuck? Was tue ich? Das bin ich tun. Also Leertaste auf gar keinen Fall drücken. Alles klar. Ich brauche nochmal ein Tutorial. Wie wird mein Krüger? Können wir aufstehen? Und oben. Aber wenn wir nach unten werfen, dann ist er auch, dann guckt er auch in eine falsche Richtung. Vielleicht nach da drüben. Nö, so nicht. Was war das? Sehr schön. Bist du abgelenkt genug? Wahrscheinlich nicht. Das sollte reichen. Gar nicht. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Wagen fahren. Shit. Steine werfen. Was für ein Geräusch. Ich hoffe, das war gut. Gut, sich die Laterne an. Jetzt können wir hinter ihm. Das ist eine Barrikade, verdammt. Nichts. Nicht ich sollte gut. Mich beruhigen. Hoppala. Okay, da sollen wir nicht lang. Hier runter, glaube ich. Ja, hier. Hier müssen wir hin. Wir sitzen fest. Nein, nein. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Los. Na gut. Nein, nein, ich habe ihn noch nicht abgelenkt. Drüben. Wachen! Eindringlinge! Also. Das hat ja sehr gut geklappt. Nein, lasst ihn los! Hallöchen. Ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Ja, vertrau mir. Ich schaff das schon. Los. Na gut.
sollten hier ran. Was war denn das? Eindringlinge, hier drüben! Nein! Ich hab ihn abgelenkt. Hier, ich. Ich hier. Komm her. Nimm mich. Wie zum Henker. Als ob das nicht rechtzeitig war. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Was soll dieser ganze Lärm? Ja, geh dahin. Los, na gut. Schneller. Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Was war das? Nein! Niemand da. Niemals da. Ach, nichts. Schon wieder. Jetzt will ich's genau wissen. Gut gemacht. Mach das Fenster vielleicht zu. Alicia, wir müssen hier weg. Nochmal überlässt er mich nicht. Okay, hier haben wir Topf. Kann man hier bestimmt werfen. Topf. Hier haben wir keine Steine mehr. Steuerung. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Prokurengarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas... Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Halte die Augen auf. Nein, wir hatten uns nicht gesehen. Na gut. Vielleicht, glaube ich. Steinwurf. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist nichts. Das ist nichts, Wache. Hier ist nichts. Aber ich war sicher. Na gut. Was? Hier ist nichts. Hä? Ich kann nicht sehen, was es war. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist jemand. Verdammt. Ja, komm. Ach, es war so gut. Okay, aber wo werfen wir das? So kommen wir nicht. Nein. Nicht da.
Hier ist nichts. Wie kommen wir dem da hinten vorbei? Hinter ihm wahrscheinlich. Nix. Ist nix. Das hat niemand gesehen, oder? Topf. Na komm jetzt. Sehr gut. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Auf jeden Fall. Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Nein. Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Buh, Hugo. Habe ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Ach scheiße, da vorne sind sie schon wieder. Genossen. Wie lenken wir die jetzt ab? Sind sie zu weit weg? Sie sind hier. Vielleicht können wir. Können wir einen Stein aufs Schwein werfen? Es tut mir leid fürs Schwein, aber. Nicht? Am Schwein können wir nicht zielen, oder? Seltsamerweise nicht. Das wäre eine super Ablenkung. Das rausrennende, grunzende Schwein. Mach die Tür wieder zu. Die Türen schließen können wir nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Es geht auch für Kisten, die wir geöffnet haben. Hühnerstall. Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Hier wimmelt jetzt nur so von Soldaten. Der Missstand, der stirbt ja ziemlich schnell, ziemlich oft. Da kommen wir relativ leicht rein. Also dort erstmal die ablenken. Den Krug vielleicht erstmal in die Richtung werfen.
dachte den Krug. Jetzt ist hier durch. Und ducken. Oh, sie sind überall. Ja, und das ist nicht gut. Nein, keiner da. Hier dürfte mich doch keiner sehen. Oder? Nichts da. Alles unverdächtig. Okay, wo nimmt er jetzt Platz? Dort steht auch einer. Er läuft hier lang. Hinter ihm. Hier lang. Läuft hier seine Runde. Zieht ihm in das Büschel. Okay. Das könnte klappen, wenn wir hier werfen. Lass die mal erstmal vorbeiziehen. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Die gucken alle nicht hier hin, oder? Können wir hier mal... Was ist das für Wachen? Die nicht hinter... Wo hier hinten ist, guckt keiner in diese Richtung. Alle nach vorne, das ist doch wahnsinnig nachlässig. Müssen wir den noch ablenken. Nein, dort hinten. Nein. Wie zum Henker. Wir haben ihn doch dort drüber rüber geworfen. Wie zum Henker ist das passiert? Gut, das waren Steine, okay. Ja, geh da hin, dann kommen wir hinter ihm durch und dann sind wir. Warum gehst du nicht? Okay, what the fuck? Nein, wir hätten uns jetzt geblickt. Ab ins Zelt. Dann rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel.
Warum guckt niemand jemals in die Richtung, wo der Fels herkam? Warum guckt niemals jemand in die Richtung? Und du hörst es klimpert. Guckst du vielleicht mal dorthin, wo es in die entgegengesetzte Richtung, oder nicht? Geht durch. Super, fast dort. Ich glaube, jetzt sieht uns hier keiner, wenn wir hier weitergehen. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Naja. Okay, wir ziehen uns nicht zurück, wir gehen weiter. Hugo, wir können nicht anhalten, nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch, du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf, er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen, wenigstens das. Los, hoch mit dir. Oh je. Jetzt kommen wir noch ganz langsam voran. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Wollen wir zum Doktor? Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Dann schnell zum Doktor. Ach, nichts. Mühle. Wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Kann er wieder laufen? Ja, kann er. Irgendeinem Grund. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Von Fackel zu Fackel. Gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Das ist ein weiter Weg. Ach du Scheiße. Der Weg ist blockiert.